Unser Thema ist die Viskosität. Wir erklären euch die Viskosität anhand des Höppler-Viskosimeters. Erstmal zur Theorie. Ein Körper bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit v durch eine ruhende Flüssigkeit. Um diese Bewegung aufrechtzuerhalten, ist eine gewisse Kraft erforderlich. Diese Kraft ist abhängig von der Größe und Form des Körpers, die Eigenschaft der Flüssigkeit und die Zähigkeit. Modellvorstellung der Kraft Fr. In einer laminaren Strömung haftet die körperumgebende Flüssigkeitsschicht an der Kugeloberfläche und bewegt sich mit ihr weiter. Die weiter entfernten Schichten bleiben unbewegt. Die Grenzschicht ist der Bereich, wo Bewegung und Ruhelage aufeinandertreffen. Die auftretenden Reibungskräfte stammen von der inneren Reibung der Flüssigkeit. Hier seht ihr anhand der fallenden Kugeln die unterschiedlichen Dichten und deren Auswirkung auf die Viskosität. Die Kugeln in der Flüssigkeit mit der geringsten Dichte fällt am schnellsten. Die Kräfteverteilung in diesem Experiment. Es gibt drei Kräfte, die berücksichtigt werden müssen. Einmal die Gewichtskraft, die nach unten wirkt, die Auftriebskraft, die gegengesetzt der Gewichtskraft wirkt und die Reibungskraft. In diesem Experiment soll die Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur für eine bestimmte Messstrecke gemessen werden. Unter anderem soll die Dichte, die Zähigkeit und die empirischen Konstanten A und B berechnet werden. Anschließend soll das Ganze noch in Diagrammen dargestellt werden. Die Durchführung. Das Viskosimeter wird temperiert auf 25 Grad. Die Messung erfolgt in 5 Grad Schritten von 25 Grad bis 50 Grad. Die Fallzeit wird währenddessen mit einer Stoppuhr gemessen. Jede Temperaturmessung erfolgt 5-mal. Hier seht ihr ein Video des Experiments. Das Höppler-Viskosimeter wird einmal um 180 Grad gedreht. Hierbei seht ihr, dass die Kugel im Öl nach unten fällt. Die Säule, in der sich das Öl befindet, hat Markierungen, welche für die Zeitmessung erforderlich sind. Außen herum befindet sich ein temperiertes Wasserbad. Hier seht ihr eine Tabelle mit unseren Messergebnissen. In der ersten Spalte seht ihr, wie viele Messungen wir getätigt haben, in der zweiten die Temperaturen, bei denen wir gemessen haben und in der dritten die Fallzeiten. Zum Schluss haben wir noch von beiden Messungen die Mittelwerte gebildet. Hier seht ihr die Daten, welche zur Berechnung benötigt werden. Einmal den Kugelradius, die Kugelkonstante, die Fallzeit, welche ihr in der Tabelle vorher seht, die Dichte der Kugel und die Dichte der Flüssigkeiten bei zwei verschiedenen Temperaturen. Zur Berechnung der Dichte. Anhand der gegebenen Daten der Folie davor könnt ihr die Dichteänderung anhand der Temperatur bestimmen. Das seht ihr in der unteren Rechnung. In unserem Fall waren es 0,357 pro 1 Grad Celsius. Die Dichteberechnung für die Tabelle haben wir hier ein Beispiel euch vorgerechnet bei 22 Grad Celsius. Hier seht ihr das erste Diagramm. Zur Erstellung dieses Diagrammes haben wir euch einen Leitfaden zusammengestellt. Zur Berechnung der Zähigkeit benötigt ihr folgende Formel. Die Zähigkeit ist gleich die Kugelkonstante mal die Dichte der Kugel minus die Dichte der Flüssigkeit mal die Fallzeit. Zur Umrechnung von Grad Celsius in Kelvin müsst ihr die Temperatur in Grad Celsius mit dem Wert 273,15 addieren. Hier seht ihr das letzte Diagramm, in dem die Zähigkeit gegen die Temperatur aufgetragen ist. Um in diesem Diagramm eine lineare Linie zu erhalten, müsst ihr den Ln der Zähigkeit gegen 1 durch Kelvin auftragen. Als letzten Punkt haben wir die Berechnung der empirischen Konstanten. Die Werte dafür können aus dem vorher gezeigten Diagramm entnommen werden. Diese müssen dann nur in die Formel eingesetzt werden.
Wir hoffen, dass euch das Video bei der Erstellung des Protokolls helfen konnte.